sind wir wieder angekommen, wo wir aufgehört haben. Dann habe ich herausgefunden, dass man hier noch so ein bisschen schwenken kann. Also ein kleines bisschen was ausloten kann. Habe ich mir zumindest eingebildet, dass man so ein bisschen hier mit dem Schiff schaukeln kann. Ja, ein bisschen muss dann irgendwie auf die andere Seite kommen. Okay, was mache ich jetzt hier? Nicht runter vom Boot. So, hier jetzt mal. Verdammte Kacke, verdammte Kacke, verdammte Kacke. Irgendwie können wir dann auf die Bretter und dann hoch, dann sind wir in Sicherheit. Bitte das da ein Safe Point gewesen sein. Ah, sehr gut. Hier am Schrank haben wir ein Safe Point. Na, das schaffen wir noch heute. Vielleicht können wir das Schiff wirklich irgendwie ein bisschen zum Schaukeln bringen. Dann darüber springen. So, hops. Hier hinein. Jetzt hier so ein bisschen schaukeln. Kann ich mich an den Seilen festhalten? Nein, kann ich nicht. Ist natürlich blöd. Versucht das hier so ein bisschen zu schaukeln. Da wartet die Granny schon unten auf mich. Oh wei. Nee, das geht jetzt rückwärts. Das ist nicht toll. Jetzt wär's gut, aber ich stecke da hinten drin. Das ist nicht so gut. Und ich sehe auch da hinten relativ wenig. Dumm gelaufen. Na komm, voran. Hier hoch und hops. Ha, ich hing schon dran, ich hing schon dran, ihr habt's gesehen. Weißt du was, Noah? Ich weiß noch nicht, ob du wieder zurück bist oder wie das jetzt läuft hier. Okay, jetzt bin ich hier nochmal gestorben. Weißt du was, ich nenne dich gerade mal hier zum Mod im Chat. Ich mache dich mal zum Moderator dieses Kanals, weil du bist ja hier wirklich, du bist aktiv hier bei den Chats. Du bist hier, also auf meinem Discord-Server bist du nach wie vor nicht Mod. Das lasse ich mal erstmal so. Ich brauche dich hier vielleicht im Chat, weil das ist, dann bist du oft im Chat aktiv, dass ich dich jetzt Mod gebrauchen kann. Hat das jetzt geklappt? Ja, müsste jetzt geklappt haben. Noah müsste jetzt ein Mod sein. Weil wenn ich jetzt hier im Stream, gerade hier bei den Nightmares, an so einer Szene hier festhänge, kann ich mich nicht wirklich hundertprozentig um die Kommentare kümmern. Dann muss jetzt hier, wenn dann wieder sowas passiert wie vorhin am Anfang des Streams, dass jemand mit Beleidigungen kommt. Ich meine, grundsätzlich kann man mich ja beleidigen, das halte ich aus. Das ist jetzt nicht das Ding, aber ich arbeite mir doch für meinen Stream-Chat eine Umgangssprache, die hier, das ist, wo man hier ein bisschen Beleidigungen, egal gegen wen, mal bitte auszubleiben haben. Ich meine, für mich ist das jetzt nicht ganz so wild, aber vielleicht haben wir hier irgendwann mal jemanden im Chat, der ein bisschen sensibler ist als ich, und dann, ja, bitte, freundlicher Umgangston. Dann könnte auch im Chat bleiben. Verdammt.
So, du warst noch nicht zurück, wie es ausschaut. Na toll. Irgendwie muss dann auch noch aufs Boot drauf kommen. So. Was denn jetzt hier? Was war denn das gerade für eine Aktion? Ja, das mit dem räumlichen Denken und ja, 3D-Abenteuer, das ist immer so ein bisschen irgendwie das räumliche Sehen, das ist bei mir nicht mehr ganz korrekt. Ja, habe ich auch schon öfters in 3D-Marios, habe ich das öfters schon gesehen. Das ist irgendwie Mario 3D Land, da kam ich irgendwie teilweise gar nicht mehr zurecht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ich bin nicht blind, also beide Augen funktionieren noch einigermaßen. Ja, ich habe eine Augenstärke von minus, schlag mich tot, minus 4, irgendwas mittlerweile, glaube ich sogar. Ja, das ist schon heftig. Willkommen zurück, Noah. Du bist jetzt Mod. Jetzt ist er endlich zurück. Ich habe dich mal eben zum Mod ernannt, Noah. Weil ich dich eventuell, weil du öfters da bist. Ja, weil du öfters da bist und du im Streamchat aktiv bist und ja, wenn dann mal wieder was passiert und dann wieder Beleidigungen im Chat gepostet werden, ich kann mich halt nicht gerade hier bei den Nightmares kann ich mich nicht um alles kümmern. Ich kann die Chats, ich kann die Kommentare schon vorlesen, aber dann auch noch einen User hier zu blockieren und zu sperren, das ist gerade bei solchen Passagen hier nicht möglich. Da du sowieso da bist. Warst zumindest die letzten Streams immer sehr verlässlich da. Ja, ist eine große Ehre für dich. Ja, muss auch mal honoriert werden, dass du hier aktiv im Chat bist. Wer sich in jedem Stream blicken lässt und im Chat aktiv ist, der kann auch schon mal so eine Rolle kriegen. Oh, knappe Sache. Wir haben es überlebt. Juhu. Nur, das heißt aber auch jetzt aktiv bleiben. Du verstehst. Als Mod. Au, Kacke. Puha. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Irgendwie müssen wir auf die andere Seite des Raums rüber. Oder was machen wir jetzt hier? Ah, okay. Verstehe. Hier sind wir drüben. Ein Bett. Und schön nach Klopapier. Sehr schön. Und jetzt hier runter. Ich hasse Wasser in diesem Spiel. Aha. Okay. Der Koffer. Was bringt der Koffer mir jetzt hier in diesem Spiel? Ich kann nicht doch jetzt hoch. Okay. Dann halt nochmal. Ich
Hier können wir hoch. Können wir das? Wir können das. Ah, verstehe. Da brauchen wir jetzt hier die Kurbel. Ups. Das war wohl nix. Okay. Ich denke, das ist jetzt auch ein Safe Point. Ich glaube, jetzt haben wir dann auch endlich die Geschichte mit der Passage dort hinten überwunden. Ich saug, glaube ich, erstmal das Wasser ab. Dann muss ich, glaube ich, erst das Wasser wieder reinmachen, dann darüber mit der Kurbel, dann mit der Kurbel rüber. Das macht Sinn. So, vielleicht hier ein bisschen nach hinten ziehen. Und hier mal wieder Strom an. Und hops. Na, das ist aber noch nicht so gut. Egal, vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Der kriegen wir es trotzdem hin. So, die Kurbel holen. Zack. Verdammt. Gestorben sind wir noch nicht. Das ist sehr gut. Hier vielleicht ein bisschen höher und dann so hier. Kurbel holen. Kurbelinator. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Das ist die Kurbel da unten im Wasser. Na, komm. Nützt ja nichts. Wo ist die Kurbel? Hier ist die Kurbel. Vielleicht kann man sie irgendwie auf den auf die Tasche drauflegen. Sehr gut. Das können wir in der Tat. Streamst du gleichzeitig auf Twitch oder nur auf YouTube? Ich stream nur auf YouTube. Twitch habe ich leider noch nicht geschafft bisher. Da habe ich mich noch nicht geschafft, mich da zu belesen. Und da, also ich habe keinen Plan, was ich da machen soll. Da muss mir mal erstmal jemand zeigen, wie ich auf Twitch streamen kann. Also, ja, ich bin froh, dass ich mit YouTube zurechtkomme und die YouTube-Streams einigermaßen hinkriege. Ja, für Twitch-Streams bin ich noch ein bisschen zu unerfahren. Bin froh, dass das überhaupt hier läuft. Vielleicht zeigt es mir irgendwann mal jemand. Das war jetzt blöd. Ich kann dir ja mal ein Tutorial machen. Ein Tutorial bringt erfahrungsgemäß bei mir so gut wie gar nichts. Das ist... Da habe ich schon einige geguckt, das ist... Das bringt bei mir nichts. Die verstehe ich nicht. Ich weiß nicht wieso, aber das ist irgendwie, ja. Ich muss das selbst ausprobieren. Ich muss da irgendwie am besten noch jemand, der mir da über die Schultern guckt und der mir das gemeinsam macht und da irgendwie, ja, also Tutorials. Kannst natürlich versuchen. Ich werde es mal angucken. Aber ja. Ob ich das dann so wirklich verstehe. Habt ihr irgendwie eine Schwäche für? Habe ich schon öfters versucht so. Mir fehlt da irgendwie, ich glaube, mir fehlt da ein bisschen die Aufmerksamkeit. Es ist.
Aufmerksamkeitsspanne von 0, irgendwas Sekunden. Zumindest bei Tutorials, was Tutorials angeht.